In unserem heutigen Video geht es um die führenden Online-Automärkte in Deutschland in Zeiten von Corona und sehr strengen Lockdown-Regelungen. In meiner Analyse heute schaue ich mir mal mobile.de an, autoscout24.de und auto.de. Man kann hier gleich sehr gut erkennen anhand dieser Grafik, dass die Seitenaufrufe im März und April natürlich zurückgegangen sind. Ganz normal, nichts Überraschendes. Allerdings sind hier einige interessante Sachen passiert. Zum Beispiel sieht man, dass mobile.de vom März und April die Aufrufe weiter zurückgegangen sind, während autoscout24.de es geschafft hat, im April die Seitenaufrufe relativ stabil zu halten. Also sind nicht weiter runtergegangen März zu April, sondern sind im April relativ gleich geblieben. Man sieht auch sehr schön, dass beides geschafft haben, im Mai sich wieder zu regenerieren. Was ich allerdings zeigen wollte, ist, dass wenn ich amobile.de und autoscout24.de hier aus der Grafik rausnehme, sieht man, dass auto.de einen ganz anderen Trend hatte zu dieser Zeit. Man sah sogar einen riesen Anstieg in Seitenaufrufe im April und danach relativ immer noch hohe Seitenaufrufe, bis dann wieder ein anderer Anstieg im Juli 2020. Nun stellt sich natürlich die Frage, haben es diese Seiten geschafft, sich wieder von der Corona-Krise zu erholen? Wenn ich mir Juli 2020 angucke und vergleiche es zu Juli 2019, sieht man, dass mobile.de der einzige war, der es geschafft hat, wieder Zuwachs an Seitenaufrufen zu gewinnen. Sprich 13% Zuwachs im Jahresvergleich, wenn ich Juli diesen Jahres vergleiche zu letzten Jahr. Und das ist eigentlich eine sehr gute Leistung. Während autoscout24.de mit weniger noch, also ungefähr gleich geblieben sind Jahr für Jahr, aber trotzdem es nicht geschafft haben, mehr Seitenaufrufe zu ergattern dieses Jahres, denn zu letzten Jahr. Im Vergleich, auto.de zum Beispiel hat es überhaupt nicht geschafft, im Jahresvergleich wieder sich zu komplett zu regenerieren. Natürlich hatte man sehr gute Aufrufe und sehr gute Zahlen im April und im Juli. Allerdings hat man es nicht geschafft, wirklich im Jahresvergleich sich zu verbessern. Die Online-Marketing-Strategie spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Und was man hier sehr schön erkennen kann, anhand dieser Grafik, dass mobile.de und autoscout24.de die Mehrheit deren Aufrufe von Direct Traffic bekommen. Mobile.de sogar über 60%. Das spricht natürlich für diese beiden Marken. Und es spricht auch für das Argument, dass für den deutschen Verbraucher diese beiden Seiten der Go-To-Place ist, wenn es um einen Autokauf geht. Wenn man sich mal auto.de anguckt, hier in Orange, sieht man eine andere Strategie. Die Mehrheit deren Aufrufe kommt von Organic Search und sogar 7% deren Aufrufe oder deren Strategie kommt von Paid Search Traffic, also PPC. Und wenn ich mir mal diesen Verlauf von PPC Traffic in diesem Jahr mal angucken, sieht man einen sehr interessanten Verlauf. Man sieht natürlich, Anfang des Jahres haben mobile.de und autoscout24.de fast 400.000 Aufrufe erlangt durch PPC. Und natürlich gingen die runter im März und April, weil die Marken wussten natürlich nicht, wie der Markt sich verhält. Und natürlich dementsprechend haben die Marken deren Investitionen zurückgedrosselt. Aber man sieht hier, wie auch engagiert die beiden Marken wirklich versuchen haben, wieder Verbraucher zurück auf deren Seiten zu bringen. Also man sieht hier im Mai natürlich, im Juni und im Juli haben die Marken wieder sehr stark investiert in PPC haben wahrscheinlich wieder Budget freigemacht dafür, damit wieder Aufrufe und Verbraucher wieder zurückzubringen auf die Seiten, um natürlich wieder das Geschäft anzuspornen. Wenn ich mir aber mal nur auto.de angucke, dann sieht man hier einen komplett anderen Trend wieder. Wie schon zuvor, wie ich erwähnt habe, sieht man hier, dass auto.de investiert hat in PPC im März und April, also während die PPC-Aufrufe für mobile.de und autoscout24.de runtergegangen sind. Auto.de hat investiert, aber wir sind sofort zurückgegangen im Mai, Juni und Juli. Wahrscheinlich ist da nicht so viel Budget vorhanden, wie natürlich wie bei den Marktführern. Aber man sieht hier wieder eine andere Strategie und den Rückgang in Paid Search im Mai, Juni und Juli dieses Jahres.